Hallo Leute und willkommen zurück. Ich habe ein paar Kleinigkeiten verändert. Und zwar habe ich erstmal Musecraft neu installiert, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin mit dem Ergebnis noch nicht ganz zufrieden, weil er spuckt mir immer noch die falschen Dimensionen aus und das möchte ich ehrlich gesagt nicht, also werde ich mich damit nochmal auseinandersetzen. Aber ich habe einen neuen Mod für uns und dafür würde ich jetzt gerne erstmal hier rübergehen und uns ein bisschen Eisen klauen. Eisen? Ah komm, nehmen wir hier gleich. So. Und würde euch den gerne mal vorstellen. Das ist gerade für Startup-Level, so den Beginnerbereich, ist es sehr, sehr interessant. Gut, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür Holz. Tick. Und Sticks brauchen wir auch. Muss ich nur gerade mal gucken, ob das mit Echtholz oder mit Planks war. Ah, mit Planks, okay. Gut, dann machen wir es mal kurz raus. Da brauchen wir nämlich jetzt einige von. So. Na, das war jetzt ein bisschen too much. Okay. Egal. Machen wir es erstmal so und so. Entschuldigung. Boah, ich habe heute eine belegte Stimme. So, wir brauchen diese Blank Pattern. Wie man sieht, die macht man mit zwei Sticks und zwei Wood. Ganz normale Holzplanken. Und da ist gerade unsere Energieversorgung kops gegangen. Jupp. Ah, war abzusehen. Eigentlich arbeitet der doch. Der müsste doch hier voll versorgt werden. Verstehe ich nicht. Ach, weil er die in die Richtung... Okay, okay. Na, dann kann er hier ja eigentlich weiterarbeiten. Das stört mich ja dann kein bisschen. Ich lasse hier nämlich in der Zeit mal so die ganzen Metalle durchlaufen, damit wir es nicht in Kameraaufnahmen machen müssen. So. Aber wir waren hier stehen geblieben bei den Blank Pattern. Diese netten Teile. So. Und dafür kann man jetzt... Ah, habe ich auch richtig eingestellt. Sehr schön. Na, wo seid ihr? Musecraft. Hallo? Ah, hier. Und zwar einmal eine Toolstation. Relativ simpel, wie ihr seht. Achso, wenn sich jemand fragt, das ist der Tinkers Construct Mod. Nur, dass er gleich Bescheid wisst. So. Dann haben wir hier eine Toolstation. So, dann brauchen wir eine Kiste. Da kommt auch ein Pattern drüber. Da haben wir dann eine Pattern Chest. Wofür die ganzen Sachen sind, komme ich gleich noch drauf zu, also keine Angst. Und wir brauchen... Ich überlege gerade, ich glaube eins war so. Genau. Den Part Builder und... Eins war normales Holz. Yep. Stencil Table. Also wie ihr seht, die sind relativ einfach und relativ günstig zu bekommen, die ganzen Sachen. Brauchen sich eigentlich kaum Gedanken machen. So, und jetzt müssen wir nur irgendwo Platz finden dafür. Ja. Gleich erstmal ins Bettchen gehen. Ich würde ja sagen, die Sachen hier brauchen wir aktuell gerade nicht. So, einmal eingesackt und gucken. Ja, wir können ins Bett gehen. Ab 18.32 Uhr ist Bettchenzeit. So. Ja, dann bauen wir den Spaß doch mal auf. So, also wir haben... Ich überlege gerade Part Builder, Toolstation und Stencil. Ich glaube, die Stencil Table. Okay, das war für die... Naja. Ich muss selber gucken. Ich habe den erst einmal ausprobiert. Auf dem Server. Genau. Der Part Builder, da kommt jetzt die Chest daneben. Dann die Stencil Table hier hin und den Tool Builder hier hin. So. Also, mit dem Pattern Shaper können wir von diesen netten Pattern hier, die wir gebaut haben, die schmeißen wir hier rein. So, kurz NDI ausmachen, genau. So, jetzt kann man quasi hier sich auswählen, was man möchte. Also, Tool Rod brauchen wir schon mal auf jeden Fall. Das ist quasi der Griff. So, Pickaxe brauchen wir auch. Dann gibt es Schaufel. Axt, Schwert und alles mögliche, also diverse Teile und wir brauchen noch eine Verbindung, genau, Tool Binding. So, die Pattern können wir hier in diese Pattern Chest reinschmeißen, da sind sie ganz gut aufgehoben, weil da können wir dann nämlich von dem nächsten Tisch, nämlich von diesem hier, drauf zugreifen. So, wie ihr seht, ich möchte mir jetzt eine Pickaxe bauen und die geht halt nicht so, wie man es quasi gewohnt ist, sondern man schmeißt hier Material rein und nimmt jetzt zum Beispiel hier die Pickaxe. Den Kopf, der kostet halt, kann ich euch mal zeigen, der kostet jetzt
ein Material, also in dem Fall jetzt ein Eisen, man kann auch andere Sachen nehmen, es gibt sehr, sehr große Auswahl an Materialien, und macht sich dann hier so einen Eisenkopf und dann kann man eine Tool Rod und die Binding nehmen. Wir machen jetzt mal eine aus komplett Eisen. So. Iron Chunk, so klack und klack. Jetzt haben wir quasi hier eine komplette Eisen-Pickaxe. So, die Pattern wieder zurückschmeißen. Die ganzen Vorlagen. Und hier kann man sich dann die Tools zusammenbasteln. Da gehen wir jetzt auf Spitzhacke. Dann sehen wir hier einmal den Kopf, einmal den Griff und einmal die Verbindung. Und dann haben wir hier so eine Full Iron Pickaxe. Die ist reinforced, das heißt, die ist schon ein bisschen länger haltbar mit 325. Hat uns jetzt effektiv auch nur 2 Eisen gekostet anstatt 3, was natürlich eine sehr nette Sache ist. So, und die können wir hier rausnehmen und haben dann eine neue Spitzhacke. Aber im Endeffekt, ja toll, jetzt haben wir eine volle Eisenspitzhacke. Was hat es uns gebracht? Nichts. Genau. Also, wir wollen noch ein bisschen was mitmachen. Und zwar werde ich mir jetzt mal einen unserer teuren Diamanten schnappen. Und schmeiß den hier mal rauf. Und jetzt sieht man hier, Modifier Diamond. Das heißt, das Mining Level wird von, Moment, zeige ich euch mal kurz, wird von Redstone Level, also wir können jetzt hier mit Redstone abbauen quasi als maximal, wird es auf Obsidian Level hochgeschraubt. So. Sehr nett. Okay. So, aber immer noch, ja, toll, jetzt ist eine ganz normale Eisenspitzhacke, die Obsidian abbauen kann. Ja, noch nicht ganz. Dafür schnappen wir uns jetzt hier mal eine große Portion Redstone. Ich weiß gar nicht, ob wir Redstone-Blöcke direkt so herstellen können. Bin ich mir gerade unschlüssig. Ich glaube nicht. Doch, können wir. Ich glaube nämlich, es geht auch damit. Klack, klack. So. Und jetzt nehmen wir die hier rein, schmeißen den Redstone-Block dazu und es geht natürlich nicht. Verdammt. Ja gut, dann haben wir jetzt 2 Redstone-Blöcke, die uns absolut nicht sitzen, weil wir sie nicht zurückverwandeln können. Gut, egal. So, wenn man jetzt sieht, hier kommt jetzt Redstone 1 von 25. Das ist eben der Grund, warum ich hier auch gerne mehr verarbeitet hätte, weil es jetzt einfach nur nervig ist, das hier durchzuhauen. Aber ich hätte natürlich gern Redstone dazu. Und wie man sieht hier, der Mining-Speed erhöht sich mit jedem Redstone um ein bisschen. Jetzt brauchen wir mehr Redstone. Wie hoch waren wir jetzt? Jetzt brauchen wir noch 9. Habe ich hier noch 9 drin? Ja, ich denke mal schon. Irgendwie funktioniert mein Maustwix gerade nicht so, wie es funktionieren soll. Das ärgert mich ein wenig. So. Lalalalalala. So. Jetzt haben wir eine Durability von 825, also wir kommen schon sehr nah an eine Diamantspitzhacke ran. Ich weiß auch nicht, ob man eventuell sogar noch einen Diamanten adden könnte. Wir können jetzt auf jeden Fall noch einen Modifier dazu tun, wenn wir das möchten. Und haben jetzt schon eine sehr, sehr nette, also sieh mal, Mining Speed ist schon so wie Diamant halt. Ich glaube sogar ein Stückchen schneller. So, und dann ist halt eine Frage, das weiß ich nicht, ob es jetzt bei der Version hier schon funktioniert. Theoretisch kann man Lapis adden. Mal gucken, ob das geht, weil bei uns auf dem Server hat es nicht funktioniert. Ja, Lapis funktioniert leider nicht. Okay, gut, dann würde ich sagen, versuchen wir mal noch was anderes. Und zwar hatte ich doch Mossstone, genau. Nur mal zum Ausprobieren. Und zwar, wenn wir jetzt nicht direkt Mossstone darauf packen, sondern wenn hier 9 Mossstone anordnen und uns so ein Mossy Ball of Moss hier zu Gemüte führen und werden versuchen, den mal zu enden. Ich weiß nicht, ob das geht. Versucht habe ich es noch nicht. Ja, geht. Moss. Und dann hat er nämlich eine Auto-Repair-Funktion. Sieht jetzt natürlich total eklig aus. So, bleh. Aber es repariert sich automatisch. Das heißt, wir haben jetzt eine verstärkte Pickaxe mit 500 zusätzlicher Haltbarkeit, mehr Geschwindigkeit und eine Autoreparation. Ist das nicht super? Also der Mod ist echt klasse. Und jetzt können wir nämlich auch Obsidian abbauen und müssen uns hier nicht diese unsere schönen Lavazellen nachher in Obsidian umwandeln. So, ich hoffe, ihr findet den Mod genauso klasse wie ich, weil also ich finde den total genial. Ich habe mich total gefreut, als ich den im Spotlight gesehen habe. Von daher muss ich ihn jetzt gleich erstmal anwenden. So, jetzt schneide ich mir mal hier ein paar Schuhchen. Hätte ich noch irgendwas, was ich verwenden konnte direkt? Ich glaube nicht, aber wir werden uns trotzdem den Rest der
Rüstung in Eisen machen. Einfach, weil ich ein bisschen auf Nummer sicher gehen will und nicht unbedingt zwingend ständig sterben. So. Einmal dann hier ein Hütchen. Und eine Hose. Hier funktioniert Maustwix lustigerweise. Keine Ahnung. Klack, klack, klack. So, jetzt haben wir hier schöne, fette Rüstung an. Brrr. Mit Stahlstiefeln, obwohl wir die auch theoretisch auseinandernehmen könnten, aber nee, das passt schon so ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal kurz bei unseren Bienchen vorbei. Weil ich wollte euch ja noch zeigen, wie es da jetzt mit der Produktion aussieht. Und ja, also lange Züchtungen werde ich definitiv immer off-cam machen, dass ihr gleich Bescheid wisst. Also das kam ja jetzt schon so ziemlich als erstes. Und momentan sieht es arg danach aus, als wenn Mining gewünscht wäre. Also Folge davor nochmal gucken und überlegen und dann hinschreiben. Ich werde mich daran auf jeden Fall halten. So, dann haben wir hier, ich glaube, die sind hier alle, nee, die sind nicht unterschiedlich. Die aber schon, okay. So, ein paar Comps haben wir hier schon gekriegt. Hier, die ist irgendwie nicht so, die hat nicht so viel Lust, was zu machen. Aber na gut. Sollen sie erst ein paar Mal durchlaufen, die können sich ja noch später, die können später noch verfeinert werden. Hauptsache, wir haben sie erstmal. Und ich werde mich jetzt auch noch nicht so intensiv mit Bienen beschäftigen. Ich weiß nur, dass ich mich auf jeden Fall hier bienentechnisch nochmal austoben werde, wenn wir ein bisschen fortgeschrittener sind in dem, was wir hier haben. So, ich wollte Fleisch backen. Backen, braten, was auch immer. Gehen wir mal kurz hier rüber. Und, oh. Nerven den Ofen mal kurz. Klack. So. Schmeiß ich das einfach wieder oben rein. Ach, ist das angenehm. So, ich glaube, wir müssen noch ein paar mehr Schweine schlachten. Ansonsten kriegen wir bald ein Problem mit den Materialien. So. Dann würde ich sagen, Obsidian ist angesagt, weil wir müssen in den Nether und wir brauchen ein paar Sachen Obsidian. Auf den für die Werkzeuge und was auch immer. Also wir brauchen schon sehr viel. Und da würde ich mich jetzt einfach gerne nochmal in die Mine begeben. Ich hoffe ja auch, dass ich heute nicht mehr ganz so hektisch rüberkomme. Weil mir wurde ja gesagt, ich bin total aufgelöst und hektisch gewesen. Eigentlich war es gar nicht. War nur ein bisschen in Eile. Das ist definitiv so. Die ganzen Gerätschaften packe ich hier rein. Weil ohne Obsidian braucht man am Nether keine Pumpe aufstellen, weil ich komme gar nicht erst in den Nether. So. Du kommst rein, du bist erstmal hier. Ich brauche auf jeden Fall noch ein relativ schnelles und gutes Lagersystem. So, Dirt. Hier packen, lassen wir mal 32 bei uns. Man weiß nie, ob man es nicht eventuell mal braucht. Ein Wassereimer nehmen wir mit. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Portal Gun mitnehme und mich eventuell von unten wieder hochporten kann damit. Ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. So, du kommst weg. Scoop nehmen wir mit. Den Bealizer lasse ich auch mal hier. Teures Gerät, müssen wir nicht mit uns rumschleppen. Und vielleicht finden wir ja noch den einen oder anderen Diamanten. Achso, im Normalfall ist übrigens Lapis zur Veredelung, um Lack raufzubekommen. Also quasi die Fortune-Verzauberung. Wäre schon eine schöne Sache. Ist ja nur leider nicht der Fall. Aber gut. So, wir haben ein paar Zellen. Dann können wir gleich Lava mitnehmen. Und dann würde ich sagen, geht's ab in den Untergrund. Vorher noch ein bisschen was snacken hier. Ah. So. Sollte ich gleich hier versuchen, denn irgendwie runterzukommen? Würde ich ja bei... Achso, ich sehe gerade, wir haben keine Fackeln dabei. Ohne Fackeln ist das natürlich eine ganz doofe Idee. Aber dann können wir wenigstens gleich nochmal schlafen gehen. Hatte ich noch Fackeln? Ich glaube, ich hatte noch irgendwo welche rumliegen. Ja, 20 Stück. Hooray. So, kurz ins Bettchen. Kaffee trinken. Und dann, oh Gott, ich habe noch 11 Kohle. Also Kohle steht auf jeden Fall mit auf der Agenda. Oh ja, ganz dringend. Oder ich muss mir Holzkohle herstellen. Habe ich zwar eigentlich auch nicht so wirklich Lust drauf, weil das ist immer so, naja. Obwohl, komm. In der Zeit, wo wir weg sind, kann der hier oben unser Holz verballern. Greatwood und Silverwood würde ich gerne noch ein bisschen was aufheben. So, komm. Klack, klack. Und einen halben Stick noch dazu. Gut. Und merken, das blaue Portal ist ja auch, im Endeffekt ist egal, beide Portale sind hier oben. Das heißt, ich muss unten nur eins setzen. So. Also haben wir alles. Und jetzt kommen wahrscheinlich gleich die ersten Monster und hauen uns auf die
Nur so, aber wir können mal ausprobieren hier. Ja, ist auf jeden Fall nicht langsam. Kann man nicht meckern. So. Können wir gleich noch ein bisschen Kohle einsacken. So. Und Alu für Kens können wir auch gleich mitnehmen. Wie ihr seht, also die Materialien werden wohl nicht allzu lange halten. Leider. Ist halt einfach das Problem, dass man momentan am Anfang immer so viel Zeug braucht und dann fällt einem das noch ein und das noch ein und das. Und ja, oh, Eisen. Obwohl Eisen haben wir eigentlich inzwischen ziemlich viel schon, aber liegen lassen möchte ich es trotzdem nicht. So, ich glaube, da unten war ja der Spawner von den Spinnen, wenn ich mich recht entsinne. Müssen wir dann mit den Soul Shards auch nochmal gucken, wie wir das machen. Aber, ist vielleicht ganz günstig, sich da dann weiter durchzubuddeln irgendwo. Weil es war ja relativ tief. Relativ tief. Wie cool ist das denn bitte? So. Und der Vorteil ist halt, wir können jetzt einfach sagen, okay, ich habe jetzt erstmal genug eingesammelt. Ich möchte gerne nach oben. Dann nehme ich einfach meine Portal Gun, schieße mich nach oben und dann ist gut. Das ist schon, ja, ist schon ganz nett. So. Ich weiß gar nicht, ob die sich ständig dauerhaft automatisch repariert oder nicht. Ob das so ist wie in Thaumcraft oder weiß ich nicht. So, hier ist nichts gewesen. Und hier ging es wieder raus, oder? Ja, super. Aber noch mehr Kohle und Kohle war ja wichtig. Wir müssen auf jeden Fall noch. Ich bin am überlegen, ob ich mich einfach nach unten schachte oder ob ich mir in der Nähe irgendwo einen fällt mir das Wort gerade nicht ein. Klippe, was auch immer. Ravine halt. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Suchen. Irgendwas suchen, wo wir schneller nach unten kommen. So, noch mehr Kohle. Ja, weil Kohle, oh Gott, wenn ich überlege, was wir da brauchen. Puh. Wir müssen auch noch verschiedene Öfen bauen und alles Mögliche ist noch zu... Oh, ja. Haben wir schon mal definitiv einen Weg nach unten gefunden. Die Frage ist halt, ob es da weitergeht? Nö. Nö, das ist nur ein Stück ausgehöhlt. Na gut, dann halt nicht. Achso, im Übrigen mit diesem Tinkers-Mod kann man auch dann sehr nett... kann man dann sehr nett auch Waffen bauen. Ich hab's auf dem... Also wir haben ja ein neues Serverplay angefangen, wo wir dann alle so ein bisschen zusammenspielen und wo wir auch Reduce the Block mit dabei haben. Und das wird auch die nächsten Tage irgendwie rauskommen, die erste Folge bei mir. Also bei den anderen könnte es sogar sein, dass schon eine Folge draußen ist. Da müsste man mal gucken. Haben wir halt mit dem Mod auch schon ein bisschen rumgespielt. Da habe ich mir den Rapier gebaut und der ist echt nett. Also es ist eine sehr, sehr schnelle Waffe. Wenn meine Internetverbindung jetzt ungefähr genauso schnell wäre wie dieser Rapier, dann wäre ich schon glücklich. Aber das sollte sich ja auch in den nächsten Tagen hoffentlich zu meinen Gunsten ändern. So. Was wir hier an Eisen finden, ist unglaublich. Ich sehe schon, wir haben nachher wieder ein Kupfer- und Zinnproblem, aber Eisen haben wir in Massen. Ich weiß gar nicht, was Protoss immer hat mit, er findet kein Eisen. So. Was ist das hier? Ein Lichtbug? Ja. Sieht fast so aus. Klack. Und die Kristalle brauche ich eigentlich auch nicht. Ich hätte... Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich bastel mich jetzt einfach von hier nach unten in einem Zweiergang, denn das ist nicht ganz so unbequem. Ah, Quartz. Super. Oh, gleich eine gute Menge. Ich weiß, ich habe noch keine Lackspiel. Oh, wow. Oh, da freue ich mich jetzt aber. Ich habe noch keine Glücksspitzhacke, dementsprechend ist es natürlich noch ein bisschen doof, die abzubauen, aber ich will sie jetzt auch nicht zwingend in der Wand lassen. Ich denke mal, wir werden noch einiges finden. Sollte also nicht das Riesenproblem sein. So, und jetzt muss ich gleich mal meine Leiste ein bisschen sortieren, ansonsten geht das gar nicht. So, war das jetzt hier, wo ich mich runterbaue? Ja. Oder war das von hier? Ach, keine Ahnung. Und zwar hätte ich gern mal die Spitzhacke hier, die andere weg, die Fackeln dahin. So, so, so. Okay.
besser. Ja, ja. Und nebenbei habe ich auch noch die ganze Zeit immer Uni im Kopf. Das ist ziemlich interessant, was da so alles gerade passiert. Also, was man so in der Schule, in einem Schuljahr Mathe gelernt hat, lernen wir momentan in der Woche. Also vom Material, von der Menge her einfach. Das ist richtig übel. Also ich bin ja immer der Meinung gewesen, ich bin nicht schlecht in sowas. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass ich nicht schlecht in sowas bin. Aber es ist doch echt hart. Also ich hätte es nicht gedacht. Oh, schon wieder Quarz. Ah, okay. Also wir werden keine Probleme mit Quarz haben, sondern nachher wirklich mit Zinn. Ich sehe das schon. Quarz und Eisen wird uns wahrscheinlich in Mengen zufliegen und Zinn und Kupfer werden wir nachher suchen müssen. Oh, das sieht mal nach Zink aus. Ja. Das ist Zink. Oh, das ist Ferrus. Er ist Zink. Ferrus ist ja auch noch extrem wichtig. Und ja, ich schachte mich gerade nach unten. Es ist total spannend. Hey. Aber es ist halt einfach wichtig. Und ich mache sowas ja auch nicht 100 Folgen lang und verirre mich dann da unten, sondern ich bemühe mich ja schon, das möglichst spannend zu halten. Solange man sowas halt spannend hat. Habe ich eigentlich keine Schaufel mitgenommen, Michael? Na. Das ist jetzt unser offizielles Kiesschnitzel. Müssen wir aufpassen. Dass wir nachher auch noch was anderes benutzen oder so. So. Ich würde ja echt mal interessieren, ob sie sich über die Zeit regeneriert, die Pickaxe. Aber man kann das leider so schlecht sehen. Ich hätte jetzt die Blöcke mitzählen können, die wir mit abgebaut haben. Weil wir wissen ja, dass die 825er Durability hat, aber dafür bin ich dann auch ein bisschen zu faul. So. Kies können wir durchaus noch gebrauchen. Mal ein bisschen Licht. So, Kiesschnitzel. Ah, Moment, wir machen das mal folgendermaßen. Och, bitte. Komm, fall doch runter. Ha, ausgetrickst. So. Dann brauchen wir nicht das Kiesschnitzel benutzen. Welche Höhe sind wir denn? 39, okay. Und wir buddeln uns gerade Richtung Dorf, so wie es aussieht. Das heißt Richtung Meer, okay. Nur ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir dann irgendwie schnell mal ersaufen. Oh. Okay, es war so klar, dass ich einen Minenschacht finde, oder? Und gleich ist irgendwo in der Nähe auch bestimmt ein Spinnenspawner. Ich hab's ja quasi nicht anders verdient. Und ihr freut euch wahrscheinlich schon jetzt über die vielen Tode, die ich gleich sterben werde. Ich hasse Minenschächte. Habe ich das eigentlich schon mal jemandem verraten, dass ich die hasse? Ach. Tschack. So, hier irgendwas, nein, nein. Da ist Lava, das ist sehr gut. Ein bisschen Licht machen und wir haben eine Kiste gefunden, die würde ich natürlich gerne erstmal plündern. Yes, 15 Stahl. Wie cool ist das denn? Melon Seeds, Creosote Oil, Koks und oh, das ist ja schon, das hat sich schon gelohnt. Das hat sich schon gelohnt. 15 Stahl, boah, geil. Das ist richtig gut. So, jetzt mal alle hier hoch. Plop. So, nee, ich sollte auf jeden Fall ein bisschen Kabel übrig behalten, damit ich irgendwo hochbauen kann. Und ich würde sagen, wir richten dann hier gleich erstmal unsere Main Base ein. So. Perfekt. So, das schirmen wir dann gleich ein bisschen ab hier. Und von hier aus basteln wir uns dann weiter. Dann ist das nämlich alles doch gar nicht so langweilig. So, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also ich glaube, ich muss hier den Boden etwas unterstützen. Okay. So, dann machen wir hier hinten ein bisschen zu. Ja. Würde ich sagen, also hier ist quasi der Abgang, der reguläre. Will ich da eine Tür drin haben? Nee. Muss nur aufpassen, dass mich jetzt hier nicht irgendwas überrollt. So. So und so. Okay, und dann machen wir einfach hier mal spontan dicht. Genau.
Und das wird dann quasi unsere kleine Zwischenbasis. Von hier aus, da werde ich mir dann noch eine Tür holen von oben. Oder eine Tür basteln oder so, mal gucken. Und hier mit dem Spinnengekreisch, das geht mir auch schon wieder auf den Senkel. Gut, aber trotzdem hat sich allein die Kiste, das war schon echt sehr, sehr gut. So, aber ich gehe jetzt nach oben, leg mich in mein Bettchen und möchte die Folge für heute auch für beendet erklären. Es gab ja wieder ein paar neue Sachen und es ist sehr schön, dass wir jetzt hier einfach flupp, okay, wir sind in unserer Mine, flupp und wir können wieder raus. Hey, finde ich super. Ganz klasse. Theoretisch könnten wir dafür auch so eine Portal-Frame-Dinger bauen. Na, mal gucken, das gucke ich mir noch an. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das... Ist es hier hell genug drin? Nicht, dass hier was spawnt und uns dann in die Hütte läuft. Das wäre natürlich äußerst ungünstig. So, aber ich glaube, wir haben hier überall 11, 12, 11, 12, 11, 12, 13, 12, 13... Ja, das passt. Gut, dann... Soll es das gewesen sein in unserem Doppelbett? Ja, ich habe letztes Mal gesehen, dass ich ein zweites Bett gebaut habe. Aber ich will ja sowieso ein Doppelbett haben, von daher passt es ganz gut. So, guck mal hier. Habe ich aber erst am Ende der Folge gesehen. Nein, verdammt. So, sehr schön, haben wir ein Doppelbett. Das ist auch nicht ganz so klein mehr hier, Liegefläche und so. Gut, ja, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.